freue mich sehr, Vanessa Mai. Das erste Mal sozusagen in einer großen Schauspielrolle. Ja, da gehen die Augen nach oben. Und ist das Selbstanerkennung, ist das Respekt vor der großen Aufgabe, wenn Sie jetzt so daran denken, was Sie da gerade bewältigt haben? Ich meine, die Dreharbeiten sind ja vorbei. Ja, also ich bin super, super stolz. Kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass ich wirklich eine Hauptrolle spielen durfte. Im ersten, an der Seite von Axel Prahl. Das ist natürlich wirklich der Wahnsinn. Und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Bin mit viel Respekt an die Sache ran, aber hatte auch wirklich viel Spaß und habe mich einfach drauf eingelassen und habe einfach gemacht. Und das Schöne ist, ich hatte keinerlei Erfahrung. Ich habe bis auf das Schulmusical, was jeder so kennt, habe ich vorher nichts gemacht in Richtung Schauspielerei. Und das war das Schöne, einfach mal zu machen. Kopf aus und machen und lernen und genießen. Naja, Kopf aus ist gut. Also da sind sicherlich ganz viele neue Sachen gekommen, die dann rein mussten in den Kopf, erstmal um was zu lernen. Aber vielleicht einen Schritt vorher nochmal. Wie ist das zustande gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Das war so, wie das auch damals bei DSDS war oder Let's Dance. Es kam die Anfrage und erstmal musste ich zweimal nachfragen, ob das wirklich wahr ist. Und dann haben wir gesagt, natürlich, ich habe das Drehbuch gelesen, es hat mich sehr berührt. Auch da habe ich natürlich nicht viel Erfahrung gehabt, aber ich glaube, wenn etwas ins Herz trifft, dann kann es nicht falsch sein. Und das Drehbuch hat mich getroffen. Und als dann noch klar war, Axel Prahl wird mit die Hauptrolle mit mir spielen, das war, wer sagt da schon nein? So, und dann die ersten Schritte. Drehbuch liegt auf dem Tisch, dicker Wälzer. Ja. Auswendig lernen? Ja, ich habe von den Schauspielkollegen mir sagen lassen, dass ich vieles anders gemacht hätte, als man das so sonst so macht. Ich habe nicht im Detail gefragt, was es war. Ich glaube aber, Texte lernen war so eine Sache, weil ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, wirklich. Ich habe mir natürlich ein paar Kleber reingemacht und was wird am Tag gedreht. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit dem kompletten Buch, aber so richtig auswendig lernen, wie man das vielleicht so kennt von früher, habe ich gar nicht müssen. Es war irgendwie, ich weiß es nicht. Ich war so in dem ganzen Filmprojekt drin, ich habe auch in der Zeit gar nichts anderes gemacht, dass es einfach funktioniert hat. War natürlich trotzdem viel Arbeit, aber es hat so viel Spaß gemacht und dann ging's. Ja, das wäre im Grunde genommen meine nächste Frage gewesen. Wie war das mit all den anderen Sachen, die normalerweise dann eben laufen? Gab es da eine Pause, also dass Sie sich komplett auf den Film konzentrieren konnten? Also wir haben natürlich so ein paar, ich bin ja immer noch Musikerin, klar, ein paar kleine Dinge müssen nebenbei noch laufen. Wir haben auch noch das Album, parallel dran gearbeitet, aber sonst war ich natürlich für die Dreharbeiten komplett in München, da haben wir gedreht. Bin am Wochenende ab und zu nach Hause, aber auch nicht jedes Wochenende. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt bleibe ich da und ich ziehe durch und möchte, dass es gut wird, alles, was ich mache, möchte ich gut machen und möchte mich da auch reinknien. Und das habe ich auch gemacht, aber es war wirklich sehr, sehr lehrreich. Also unglaublich. Ich kann es, wie gesagt, immer noch nicht richtig glauben. Was war das Lehrreichste? Eigentlich etwas, was ich schon durch viele Projekte vorher gelernt habe, dass man einfach über die Komfortzone hinausgehen sollte, um zu lernen, um zu wachsen. Und ich wusste, wenn ich das mache, werde ich danach um so viel Erfahrung reicher sein. Natürlich gibt es immer ein Risiko. Es hätte auch sein können, dass es gar nicht so gut funktioniert mit mir. Das wussten wir alle nicht. Auch alle Beteiligten haben natürlich sich vorher mit mir beschäftigt, aber wussten auch nicht, okay, wie wird es dann letztendlich? Also das war dann schon sehr spannend für alle, aber ich denke, ein bisschen haben sie sich schon was dabei gedacht. Ja, kommen wir zum Film. Juli. Ja. Ist ihr Name, also Rollenname, und überraschenderweise ist sie Sängerin. Also das hat natürlich ein bisschen geholfen, sozusagen, dass die berufliche Nähe da war und jetzt nicht irgendwie ins Fleischerhandwerk oder irgendwie in Speditionskauffrau oder sowas abdriften musste. Also, oder war das eher schwieriger? Ja, ehrlicherweise, natürlich gibt es Situationen im Film, die ich kenne, wie ein TV-Auftritt oder ein Pressetermin oder ein Meeting mit der Plattenfirma. Trotzdem habe ich eine Sängerin gespielt, die viele, viele Dinge in ihrem Leben hat, die ich nicht kenne. Also ich musste mich, es ist sehr, sehr emotional, es ist ja ein Melodrama, sagt man dazu. Es geht schon sehr, sehr tief und das sind alles Dinge, die Juli erlebt hat, die ich noch nie erlebt habe. Also es war nicht so, dass ich einfach eine Sängerin gespielt habe und so, los geht's, du kannst es ja eh. Also es war schon eine große Herausforderung. Was ich interessant finde, Juli ist im Film sozusagen künstlerisch quasi an einer, wie soll ich sagen, an einer Stelle angekommen, wo sie auch bereit wäre, weg von dem, was sie bisher gemacht hat,
was sie berühmt gemacht hat, auch eigene Songs mal zu machen oder so. Gibt es da irgendwie Parallelen auch zu Ihnen? Also die Rolle hat schon, ich konnte schon einige Dinge mit in die Rolle reinnehmen, aber bei Juli ist es natürlich auch so, durch die Krankheit, die sie hat, kommt natürlich so ein Umdenken und so ein Moment. Ich glaube, man kann das vergleichen mit dem Unfall, den ich auch hatte, wo ein Moment kam, wo ich mal überlegt habe, was machen wir vielleicht mal anders. Ja. Anders schon, aber trotzdem immer noch das Gleiche weitergeht. Ja, also. Ich kann nicht folgen gerade. Wie meinen Sie das? Nein, im Sinne von das gleiche Genre, die gleiche Musik, die gleiche Art der Musik. Ich habe jetzt eine Single gehört, zusammen mit Xavier Naidoo. Ja. Das ist tatsächlich ja schon durchaus ein musikalischer Schwenk. Ich glaube, das überlasse ich immer jedem Hörer selber, weil für mich war bei dem Album klar, ich mache Songs, die ich machen möchte und nicht, was mir gesagt wird, was ich zu machen habe. Das ist auch das Besondere bei dem Album, dass ich einfach gemacht habe und ich überlasse jedem selber, wie er es einordnet. Ich glaube, was uns bei dem Album wirklich gelungen ist, das habe ich auch als Feedback bekommen bei unserer Teaser-Show-Reihe. Das ist einfach Musik und entweder sie berührt oder sie berührt nicht und jeder hat so seine eigene Meinung dazu. Aber klar, mit Xavier ist es für mich einer der größten Künstler, den wir haben und es war eine Riesenehre, mit ihm arbeiten zu dürfen. Ja, und genauso eine Riesenehre, um jetzt nochmal zum Film zurückzukommen. Der Name ist ja auch schon 2-3 Mal gefallen, war es sicherlich auch mit Axel Prahl zusammenzudrehen als Vater. Ja. Ja, mögen Sie einfach mal so erzählen, wie es war? Es war super. Also Axel und ich haben uns schon mal getroffen gehabt in einer Quizshow tatsächlich, wo wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Und da hat es schon echt gut gepasst. Also wir mochten uns auf Anhieb. Da war aber noch lange nicht der Film in Sicht. Und als es dann soweit war, klar, ich habe mich gefreut, dass er zugesagt hat. Und es hat wirklich sofort funktioniert. Ich glaube auch, dass es nicht immer beim Film so ist, dass du dich verstehst mit deinen Filmpartnern. Und das ist auch die Herausforderung, glaube ich, dann. Wenn es dann aber halt passt, dann ist es umso wertvoller, weil so Momente einfach nochmal ganz anders, glaube ich, rüberkommen. Es war schon wieder Papa, er kam auch immer zu mir und auch meine Kleine und ach, das war wirklich schon. Ja, vor allen Dingen auch auf zwei Ebenen, nicht? Also einmal schauspielerisch, er der große, erfahrene Schauspieler mit super Rollen und einer langjährigen Karriere, aber eben als Musiker hat er wahrscheinlich, er ist ja auch Musiker, nicht so viele Tipps dann gehabt, oder wie ist das gelaufen? Was heißt Tipps? Also es ist gar nicht so, dass Axel gesagt hat, so Kind, mach mal so, mach mal das, mach mal jenes, sondern es war das Gefühl, was er mir vermittelt hat. Ich hatte einfach ein sehr gutes Gefühl bei ihm und er hat mich an die Hand genommen, ohne mich an die Hand zu nehmen. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Es war wirklich sehr besonders zwischen uns und dass er wirklich so ein guter Musiker ist, wusste ich vorher auch nicht. Ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich glaube, für ihn ist natürlich die Plattform jetzt auch Wahnsinn, dass er mal als Musiker auch gesehen wird. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, genau. Das ist sicherlich für ihn auch nicht schlecht. Nur mit dir zusammen, so heißt der Film. Wir freuen uns drauf. Vanessa Mai in der Rolle der Juli. Und das ist jetzt sozusagen der erste Film oder weitere werden folgen? Oder wie ist Ihre Planung? Auch ich habe keine Pläne, weil Pläne sollte man nicht machen. Das kommt immer alles anders. Aber ich habe auf jeden Fall Blut geleckt, wie man so schön sagt. Also es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ist natürlich immer die Frage, was kommt danach und was macht man danach? Und es wird nie gleich sein. Ne? Also egal, was man macht, das nächste Projekt wird immer anders sein. Das muss man sich, glaube ich, gut überlegen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Aber jetzt mal schauen, wie es läuft. Muss ja auch noch eingeschaltet werden und geschaut werden und gut ankommen dann noch. Das wird sicherlich geschehen. Ohne Zweifel. Ich danke für das Gespräch. Ich habe zu danken.